Einen wunderschönen guten Abend, liebe Rassimirs und liebe Mittelalterfreunde. Willkommen zu einer neuen und eigentlich auch letzten Umzugsfolge bei mir. Denn wie ihr sehen könnt, wir sind jetzt quasi in den letzten Zügen. Drei Wohnhäuser stehen hier noch und ein Lager. Das ist da ganz hinten. Ja, und ein bisschen Palisade noch. Und das war's dann. Dann haben wir alle rübergeholt, dann ist alles weg hier. Problem ist bei mir jetzt einfach, der hier ist erwachsen. Das heißt, wenn ich die jetzt umziehen lasse, bleibt der im Haus. Der geht nicht einfach mit und ich kann ihn auch nicht wieder bei den Eltern einziehen lassen. Und ich kann kein Haus mehr bauen für den. Heißt, ich komme jetzt gerade in einen kleinen Engpass. Ich habe schon Leute rausgeschmissen bei mir. Und auch Svitun weigert sich vehement zu sterben. Schon wieder falsch gemacht. So. Er ist noch immer da mit seiner Frau. Ich meine, ich gönn's ihm ja. Ich gönn ihm ja ein langes Leben. Aber verdammt, ich brauche Platz. Eventuell muss ich jemanden rausschmeißen. Ich weiß noch nicht, wer das sein wird. Also ein Pärchen irgendwie. Irgendein Pärchen, mit dem ich wahrscheinlich nichts anfangen kann, großartig. Was ist denn mit denen hier? Ach so, nee, der ist ja noch. Dem seine Frau ist am Arbeiten und dem sein. Ist der schon ausgezogen? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwo einen Marold habe. Das ist das Problem. Ich habe bei mir so viele Leute jetzt, die erwachsen werden und ich habe keinen Platz mehr für die, die irgendwo hinzu. Entschuldigung, die irgendwo hinzu platzieren, einziehen zu lassen. Einfach nichts mehr da an Platz. Limit ist erreicht. Ja, auf 130 sind wir und kann nichts machen. Ist ein bisschen ärgerlich gerade. Ich wünschte, es hätte noch mehr Möglichkeiten gegeben, das Gebäudelimit zu erhöhen. Ich weiß nicht. Auf 200 Gebäude oder sowas. Großstadt bilden oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich denke, auch an dem Punkt wäre ich dann irgendwann dann da gewesen, also an dem Punkt zu sagen, scheiße, kein Platz mehr. Das merkt man aber auch erst richtig bei einem Umzug, glaube ich. Ich meine, man kriegt es auch so natürlich mit, ne? Wenn die erwachsen werden und man möchte gerne, dass die zusammenziehen und auch sich fortpflanzen oder so. Aber bei so einem Umzug, da merkt man erst, wie gravierend dieses Problem dann jetzt eigentlich ist. Naja. So, dann habe ich mal wieder Kornmangel, Haferkornmangel. Ich habe einen blöden Fehler gemacht und habe nicht darauf geachtet, dass genug Haferkörner da waren. Und jetzt haben die schon wieder zu wenig angelegt und jetzt geerntet im Herbst. Und das heißt, ich muss mich zwischendurch jetzt auch noch mal ein bisschen auf die Suche nach Haferkorn machen, also Haferkörner kaufen. Hatte ich das jetzt? Ich glaube, die hatte ich schon weggebracht. Ja, das hatte ich schon. Ja, das ist halt Schludrigkeit jetzt von mir gewesen, weil ich mich zu sehr aufs Bauen und alles konzentriert hatte und nicht mehr auf die Landarbeit. Das wollte ich eigentlich nebenbei immer schön im Auge behalten. Und das habe ich bis zu einem gewissen Punkt auch, aber beim Hafer habe ich irgendwie nicht so, war ich nicht so ehrgeizig. So, wir gehen jetzt in mein, in Anführungsstrichen, Abendviertel. Ich sag's extra so, weil ich hatte gefragt gestern im Video, soll ich nochmal eins bauen und ihr habt geantwortet. Zumindest zwei haben geantwortet. Und haben, also es wurde eigentlich schon genau das gesagt, was ich eigentlich auch gesagt habe, mir gedacht habe und womit ich auch eigentlich schon angefangen hatte. Ich habe gesagt, ich möchte gerne wieder ein Armenviertel haben, ja, aber es soll diesmal doch etwas schöner sein. Und ich bin so ganz runtergekommen. Ja, also mein Lumpenpack hat Next Level erreicht oder so, keine Ahnung. Hat ein Upgrade erhalten. Ja. Mäh. So, wir machen jetzt keine Stockhäuser mehr. Wir machen denen jetzt wenigstens Holzhäuser. Also Holzblockhäuser. Aber sie behalten halt ihr Strohdach. Na, das unterscheidet die dann so ein bisschen. Das wird auch noch verputzt werden. Das möchte ich halt trotzdem, dass das passiert und ja.
Mal gucken, wie es dann wird. So, und hier würde ich auch eigentlich gerne noch ein Haus haben. Und ja, warte einen Moment. Jetzt muss ich erstmal gucken, wer kommt jetzt denn nochmal rüber? Jetzt habe ich das, also großes oder kleines Haus, das ist jetzt die Frage. So, das ist Ottmar und Amelia. Wer sind denn die? Das wäre auch noch ein großes Haus. Und die sind auch noch jung. Bergarbeiter und Amelia, was ist die? Was ist denn die Amelia? Die ist Händlerin. Im Stand hat die gearbeitet. Muss ich mal schauen. Gesundheit, das war meine Katze, falls es jetzt zu hören war. Ja. Ups. Vorteil ist, wenn man die jetzt mit Strohdächern baut, das habe ich jetzt mal festgestellt, und mit Holz, also mit Rundhölzern, Holzstämmen, Mann, dann ist das unheimlich schnell mal eben gebaut. Tatsächlich frisst doch das mit den Dächern anscheinend am meisten Zeit. Und so geht es wirklich zack, zack. Ups. Na, das geht zack, zack, irgendwann viermal draufgekloppt und schon ist die Wand fertig. Hier nur zweimal. Ja, und hier ein Dach, bisschen Stroh. Wobei ich glaube, dass das, ups, dass das hier noch weniger, sechs Bretter wären es nur gewesen. Das würde sogar noch schneller gehen. Aber wir behalten trotzdem das, weil, ne, ist halt Armenviertel. Aber es sieht schon besser aus als vorher. Also, was heißt besser? Gehobener, ein bisschen. Besser für die Leute, sagen wir es so. Vorher in diesen Lehmhütten, das war ja schon ziemlich klobrig. Das sollte ja auch ärmlich aussehen. Aber jetzt finde ich, haben die was Besseres verdient. Nee, ich finde einfach, ich war hin und her gerissen davon. Ich wollte halt einen schönen Platz irgendwie hier raus machen. Aber andererseits hatte ich doch wieder Bock, so ein kleines, ja, Säuferloch irgendwie dahin zu machen. Keine Ahnung. Und jetzt habe ich, glaube ich, einen guten Kompromiss gefunden. Ich musste mich jetzt nicht unbedingt für eine Seite entscheiden. Ich habe jetzt beides. Ich mache es hier doch noch etwas hübscher. Aber trotzdem unterscheidet sich halt noch. Und ja, die Deko wird es halt später auch noch richten, ne? Hier wird dann halt auch noch viel, wieder gesagt, mit Bierflaschen und Weinflaschen und was nicht all. Wird hier dann wieder überall rumliegen. Ich habe auch eine Küche gebaut, wie ihr vielleicht gleich noch gesehen habt. Zeige ich euch jetzt auch. Also jetzt nicht noch eine zusätzliche, sondern auch wieder ins Armenviertel. Ich hatte vorher auch eine im Armenviertel. Ja, aber das war eine Küche 1. Jetzt habe ich da wenigstens eine Küche 2 draus gemacht. Auch wegen Arbeitsplatz und ja, geht halt doch was schneller da drin irgendwie. Wenn da halt zwei am Arbeiten sind, anstatt nur einer. Wo kommst denn du jetzt her? Bergarbeiterin. Die kam doch jetzt von hier, oder was? Hier ist er nicht. Merkwürzig. Ja, jetzt muss ich noch überlegen. Ich will hier natürlich auch noch wieder so einen Mittelpunkt setzen, so ein Lagerfeuer, wo die rumsitzen können. Erst einmal hier einen Weg machen.
Mäh, die ganze Zeit hörst du mäh. Hier ist auch keiner. So. Das klingt hier so lustig. Also, das ist wirklich ein fieser Ort zum Wohnen an für sich. Eigentlich ist er ganz hübsch, aber die ganze Zeit voll laut. Hier hörst du die ganze Zeit mäh, und da hörst du hü. Wird man ja. Gaga wird man da. So, ich glaube, hier muss ich erstmal nochmal den Weg wegmachen, weil ich glaube, hier ist eine schöne Mitte, wo ich auch das Lagerfeuer hinsetze und dann wird der Weg halt da drumherum gesetzt. Ich glaube, ich habe jetzt natürlich wieder kein Brennholz. Doch, aber zu wenig. Oh, dann machen wir noch schnell welches. Legen wir mal ein bisschen Hand an. Ups, nee, so viel nicht. Hoi! Hoi, 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 hoi. Viel zu viel. So, ganz ruhig. Meine Güte. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Ach, hier fehlt auch noch ein Weg. Ja, den mache ich gleich. Es ruckelt hier noch etwas gerade, weil ich hier immer noch zu nah am Wald bin. Aber ich denke, wenn ich die Palisade richtig abgeschlossen habe, dann wird das auch wieder was besser sein. So, ich glaube, hier kann man das machen, oder? Moment. Ah, Vorsicht. Ah, hier dieses Geruckel, das ist echt nervig. Bin ich wieder ein zu weit? Handarbeit. Nee, Quatsch. Hier, Deko. So. Hier würde ich die hinbauen dann. Die Sitzplätze. So, Baumstammbank. Ich mag diese kleinen Mittelpunkte, die man so setzt. Kleinen Treffpunkte. Wo die dann zusammenkommen. Boah, das klingt so krass, ey, die ganze Zeit. Mäh, mäh, mäh. Es sind aber auch unheimlich viele Schafe, die ich da habe. Ich glaube, ich habe 24 Schafe. Das ist schon ordentlich auf jeden Fall. So, wir machen hier wieder die Baumstammbänke, Sitzplätze hin. Baumstümpfe, genau, Sitzbaumstumpf. So. Weil, ist halt Abendviertel, ne? Oh, ich muss aufpassen, nicht, dass hier gleich Feuer angeht unterm Arsch. Ah, da passiert ja, glaube ich, auch nichts, ne? Also ich glaube nicht, dass man da irgendwie sich selber abfackeln kann. Na? Cheerio. So. Sieht doch nett aus. So. Du brauchst auch noch. Ach, das Geruckel ist hier echt schlimm. Aber ich bin ja hier auch gleich fertig. Nee, hier mache ich keinen hin. So, jetzt habe ich hier aber immer noch keinen einziehen lassen, klar. Die habe ich gesagt, ne? Ottmar und Amelia. Ja, die lasse ich da einziehen. Das ist gut.
Jetzt nervt's aber echt. So. Oh, ich muss hier aus dieser Ecke raus, ey. Ich krieg die Krise. Ey, nicht erwischt. So. Ach so, ja, ich muss ja auch noch das Haus benennen. Ah. Also ich bin echt, das ist dieses Geruckel jetzt hier, ne, wegen dem Bäumen. Ich weiß nicht, warum der neuerdings so Probleme habt. Ist das bei euch auch so oder bin das nur ich? Weil dann muss ich mal gucken, ob das irgendwie, womit das was zu tun hat. Aber das ist wirklich immer nur, wenn ich im Wald bin. Sonst habe ich das gar nicht. Und das ist auch erst seit kurzem. Das habe ich vorher nie gehabt, das Problem. Sieht die das? So, jetzt mal schnell hier weg, sonst werde ich noch bekloppt hier. So, und schon ist es was besser. Boah. Wird man ja gaga, wird man da. Mensch. Das nervt mich jetzt aber auch echt. So, jetzt muss ich mal eben gucken. So. Weg damit. Weg damit. Ja, das kann da auch wieder rein. Und die Zwiebeln. Ich habe wieder Banditen angetroffen. Aber nee, habe ich gar nicht. Ich habe nur das Lager angetroffen. Nur ein Lager. Nicht an der gleichen Stelle ein Stück, also wie beim letzten Mal, sondern ein Stückchen weiter oben. Aber nur ein kleines, also fast daneben. Das alte war auch noch da, das, was ich schon leergeräumt habe. Ach, jetzt habe ich vergessen, da frisches Essen rauszuholen für mich. Ja, und viel hatten sie jetzt nicht. Aber je mies hatten sie. Nehmen wir mal ein bisschen Brot mit. Brot ist gut. So. Ne. So, wie spät haben wir es denn? Der Hahn kräht zum Schlafen gehen. Was ist das denn für ein Vieh? Mann. Alle bekloppt hier, sogar der Hahn. Also irgendwie ruckelt hier jetzt gerade auch wieder voll. Ich weiß nicht, warum der hier so ein Problem hat. Vielleicht war der Umzug einfach zu viel. Keine Ahnung. Hier wollte ich ja auch eigentlich gar nicht hin. Verlaufen wir uns hier schon. Na, hier, das meine ich. Das sieht immer so harmonisch aus. Aber irgendwie so richtig alle Frauen beieinander, alle Männer beieinander. Was ist los? Boah, man sieht auch richtig, wie die gealtert sind. Das ist richtig krass. Bei Rassi mir selber sieht man es halt auch, ne?
Ist jetzt auch schon etwas älter, der Gute. Ja, wir gehen steil auf die 50 zu. 46 bin ich. Das ist, ja, dauert nicht mehr lange, ne? Aber keine Rente für Rassi. Ah, ich kann mich auch einfach nicht überwinden, über den Jordan zu schicken. Also vorzeitig. Nee, kann ich nicht, bringe ich nicht. Der muss eines natürlichen Todes sterben. Wenn das denn irgendwann mal tut. Es sei denn, ich sterbe eventuell, was weiß ich, weil ich nicht aufgepasst habe und vom Berg falle. Oder ein Bär mich kaputt haut oder ein Wiesent oder was weiß ich, irgendwas. Dann, ja, dann ist vorbei, ne? Dann lasse ich es auch dabei. Aber ich werde es jetzt nicht mit Absicht vorantreiben. Aber es reizt mich schon, weil ich würde gerne The Next Generation spielen. Allerdings, wie gesagt, das bringe ich einfach nicht. Nee. Oder soll ich? Nein, 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 Rassimir. Nein, Rassimir bleibt. Das kann ich nicht. Ich glaube, es würde mir leichter fallen, wenn ich wüsste, es gäbe ein Monument oder so für den Guten. Also hier irgendwie, wie gesagt, so eine Gedenktafel oder eine Statue oder irgendwie sowas. Das finde ich cool. So für den Stadtgründer. Aber so, dann ist das so. Ja, so vorbei mit dem, ne? Das ist so. Ja, ich weiß nicht. Ich kann nicht. Also mir fällt das wirklich schwer. Ihr merkt das, ne? Mir fällt das wirklich schwer. So, ich glaube, wenn ich hier den Weg ein bisschen verschiebe, dann kann ich auch hier noch ein Haus hinbauen. Ich muss halt gucken, was ich mache jetzt, ne? Platzmäßig. Wird es eng? Katze. Ihr hört gerade meine Katze im Hintergrund, die möchte gerne raus. Und ich habe die Tür natürlich zu. Das wird nicht aufhören, bis ich die Tür nicht öffne. Das heißt, das ist mir jetzt wirklich unangenehm, aber ich muss mal ganz kurz hier weg. So, es tut mir echt leid. Normalerweise klappt sowas. Die war am Schlafen. Und ich mache dann die Tür zu, weil wir haben noch einen Kater. Und damit der nicht irgendwelchen Schabernack hier treibt noch. Nee, das gefällt mir hier aber nicht. Deswegen habe ich dann die Tür zugemacht, damit die in Ruhe schlafen kann und ich in Ruhe das Let's Play machen kann. Aber dass die jetzt vorzeitig wach wird einfach. Das hatte ich nicht eingeplant. Mea culpa. Ist halt wie mit Kindern, ne? Unvorhergesehene Dinge passieren. Warum steht denn das Haus da so? Echt? Ach so. Deswegen. Ah, okay. Das macht durchaus Sinn. Aber hier könnte ja doch dann theoretisch auch noch eins hin. Passt es denn? Ach, es ist echt nicht einfach. Es müsste ein bisschen weiter nach vorne und da gefällt es mir natürlich nicht. Ach, ist das wieder ätzend. Ja, klar, so geht's, ja? Hä? Okay. Das Problem ist ja nicht, dass das zu weit vorne steht, sondern das zu weit hinten einfach.
Kind da hinten hat auch Corona, super. Ich glaube aber, ich kann das mit meinem Gewissen vereinbaren. Ich meine, das ist zwar so ein bisschen arch reinhausmäßig dann gerade, aber was soll's. Mensch, du bist aber echt fies am Husten, Kleines. Was ist los? Erkältungszeit, hä? Ne, das passt hier nicht mehr. Ja, ist Herbst. Gehen die fiesen Viren auch rum. Auch wenn die ja leider nicht richtig krank werden. In Anführungsstrichen leider, aber... Ups. Ach, komm, dann machen wir die Tür hier hin. Ist doch auch nett. ich habe es ja schon erwähnt, ich hätte gerne Krankheiten in dem Spiel. Fände das echt super. Teilt bestimmt nicht jeder die Meinung mit mir, aber ich fände das echt super. Denn hier? Oh, da guckt man auch nur. Ach, kann man trotzdem. Und immerhin husten die ja schon. Das ist ja schon irgendwo ein bisschen am Kränkeln. Das kann man doch ein bisschen ausbauen, oder? Ausbaufähig. Ich meine, man muss ja jetzt keine Pestepidemie hier reinbringen oder sowas, aber so ein paar Wehwehchen und ein Heiler, eine Heilerstube. Das fände ich schon ziemlich cool. So, das haben wir auch soweit fertig. Nicht verputzt, aber wenigstens steht es schon mal. Und wer kommt da rein? Das sind die nicht, das ist ja... Das sind ja die, die noch nicht können. Ach, da ist gar keiner mehr. Moment, da waren doch noch mehr Wohnhäuser. Da waren doch drei. Ach, hier unten geht's weiter. Jetzt voreilig gewesen. Konrad und Mederika. Ja, da klingelt was. Konrad und Mederika. Ups. Habe ich es jetzt kopiert? Ach, lieber nochmal. Weg. Da ist er. Du hast es jetzt auch hier rüber geschafft. So, jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Möglichkeit 1 ist, ich schmeiß irgendwelches Lumpenpack heraus. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ich müsste jetzt eigentlich jeden einmal durchgehen, um zu gucken, wer was taugt. Wenn nicht. Eigentlich. So. Brauche ich. Brauche ich. Brauche ich. Brauche ich. Mist, wird bald Mutter.
Ist Mutter. Ist schon Mutter geworden. Verdammt, die hätte ich rausschmeißen können. Die kann ich auch immer noch rausschmeißen eigentlich. Mit Kind. Boah, das ist grausam. Vielleicht verliere ich dann ja irgendwelche Punkte. Warten wir erstmal, was wir noch so hier haben. Nee, die waren ja brauchbar mal gewesen. Radomira und Meinard. Mit Gerada, so heißt meine Schwiegertochter im Spiel. In Real habe ich keine. Ich habe nicht mal Kinder. So kann ich auch keine Schwiegerkinder haben. Ja, das ist jetzt irgendwie Nase, ne? Das ist jetzt. Ich hatte welche rausgeschmissen, die vorher auch im Armenviertel gewohnt hatten. Achso, das ist hier oben. Und ich dann gesagt habe, so, nicht zu gebrauchen mehr. Eh nur am Fressen. Nichts am Tun. Aber jetzt haben wir diese Situation halt nicht. Dass da noch so welche sind. Das waren, glaube ich, auch wirklich nur die. Alle anderen habe ich letzten Endes dann noch arbeiten geschickt. Und die sind dann noch gelevelt. Verdammt. Ich überlege, ob ich die rausschmeißen soll. Natbo und Ulrika. Die ist zwar noch zu gebrauchen, aber eigentlich haben wir genug Landwirte. Und der nächste wird demnächst ja auch schon wieder wahrscheinlich dann da einzusetzen sein. Natbo und Ulrika. Natbo und Ulrika. Machen wir noch mal Alter rein. Okay. Nächste Landarbeiter dauert wohl doch noch ein bisschen. Wiegbert ist jetzt erst 11. Nanü, nanü. Ich könnte aber letzten Endes noch Waldemar dahin schicken aufs Feld. Und jemand anderen dann zum Bergarbeiter machen. Also Möglichkeiten habe ich hier schon noch. Oder irgendeine Mutter wird bestimmt auch wieder aus der Mutterschaft demnächst kommen. Hier, Wilburga vielleicht. Ja, okay, das dauert noch ein bisschen, aber wird schon noch irgendwie. Wer ist eigentlich Wilburga? Ah, okay, die ist noch jung. Die ist noch jung. Nee, also, okay, das machen wir so. Natbur und, seine herzallerliebste Ulrika werden verschwinden. Wohl oder übel muss das jetzt leider sein. Boah, ich finde das so grausig gerade, ne? Eigentlich will ich das echt nicht, aber. Ich kann nichts tun, ey. Ja, ihr müsst gehen. Boah, es ist echt passiert. Ich habe die rausgeschmissen. Mir tut das echt leid, ne? Das ist so blöd. So, ich glaube, Berthold lasse ich dann da in deren Hütte einziehen. Ja, Berthold soll da einziehen und da war auch noch irgendjemand, dem ich den, ah ja, ich weiß auch wieder wer. Der auch mit da einziehen sollte. Da ist Berthold, ne? Das ist er, ja. Frieda.
War die das? Ach, kann schon nicht schlecht sein. Berthold und Frieda. So, eben gucken, ob ich auch wirklich richtig geschrieben habe. Berthold, Frieda, Berthold, Frieda, jawohl. Ja, so ist es dann jetzt halt. Kann man nichts machen. So, da sind Konrad und Mederica und die beiden kommen jetzt auch. Und so, jetzt brauche ich noch für ein letztes Haus, ein allerletztes Haus, brauche ich noch Platz. Und den habe ich natürlich nicht. Ich hatte hier noch das Haus hingebaut, was ich angekündigt hatte. So, hier hätte ich noch Platz, aber wie blöd sieht das denn aus, wenn das jetzt hier so dahinter hockt, obwohl. Vielleicht sieht das gar nicht so blöd aus. Naja, ein bisschen blöd vielleicht, aber. Das machen wir aber. So machen wir das. Ach, herrlich. Oh Mann, diese Katze, echt. Die ist sonst immer so brav am Schlafen. Und wenn ich dann hier die Tür zumache und mich hier an den Rechner setze, dann liegt die für Stunden neben mir und das ist ja alles egal. Und natürlich muss die heute meinen Theater zumachen. Und ich sage euch, die hätte echt nicht aufgehört. Ich kenne meine Katze, also. Das tat mir jetzt echt leid. Bisschen blöd. Ah, was soll's. Das sind so kleine Sachen. Bei mir ist es halt ein bisschen authentisch. Jeder andere hätte es jetzt vielleicht rausgeschnitten. Ich schneide es nicht raus. Erstens kann ich es nicht. Noch nicht. Ja, und zweitens, mein Gott, gehört halt irgendwie zum Leben dazu. Solche kleinen Missgeschicke. Ach, schön. Haben wir jetzt das letzte Haus hier gleich auch fertig. Oh, ich freue mich, dass das dann fertig ist. Ich muss natürlich noch einen Platz für, boah, das kommt's noch, ne? Fürs Lagerhaus finden, das letzte. Aber im Notfall habe ich gedacht, baue ich das an eine Mine dran. Das ist dann nicht so schlimm, wenn es nicht im Dorf steht. Es zählt ja trotzdem mit. Bisschen außer Atem, der Gute. Finale. Wow. Ja, das bedeutet natürlich auch, dass es mit dem Let's Play weitergehen wird. Die einen oder anderen werden jetzt denken wahrscheinlich, oh Gott sei Dank. Ich weiß, einige sind schon ganz gespannt darauf, wann das denn endlich weitergeht. Und gucken mir halt eher lieber dabei zu. Das wird jetzt auch weitergehen ab morgen. Ich werde aber auch hier noch gelegentlich mal was zeigen von, weil, habe ich schon gesagt, eine Folge, der werde ich mich dem, dem, in der werde ich mich mit
mich mit dem Dekorieren befassen. So, jetzt haben wir es aber. Wir dekorieren dann ein bisschen, heißt, wir richten Tische her, wir machen kleine Vorgärten für die Häuschen und was nicht all. In der Schenke werden wir was machen, ein bisschen Deko. Was mir halt so einfällt. Vielleicht mache ich sogar zwei Folgen daraus, weil es ist ja wirklich viel zu machen, viel zu dekorieren. Was ich noch im Hintergrund machen werde, ist die Palisade dann bauen. Das muss ja auch noch sein, die ist ja auch immer noch nicht. Ich bin auch froh, dass ich die noch nicht überall gebaut habe, weil ich ja immer wieder dann doch noch gemerkt habe, ach, ein bisschen Platz muss ja doch noch sein. Jetzt würde es aber auch echt nicht mehr gehen. Also nicht nur, weil ich es da beendet habe, sondern weil halt alles jetzt schräg und schief wird an der Seite, an den Seiten. Hier würde ich natürlich noch viel Platz haben, irgendwas zu bauen. Aber ich finde, das sieht ja dann auch irgendwie blöd aus. Da oben ist ein Stück Holzstamm. Der ist mir da drauf gefallen gestern. Und das kriege ich nicht mehr runter. Ich könnte jetzt natürlich das Dach abreißen und das holen, aber was soll's. Dann liegt da halt ein Stück Baum. Ist mir doch egal. Sieht aus wie eine Antenne, eine umgeknickte. Ich finde es irgendwie lustig. So. Ja, hat doch was. Ach, schön. Ach so, da sollen ja auch noch Leute rein. Logischerweise. Ich weiß ja auch wer. Wie? Ich hab's noch nicht fertig. Oh. Hoppala. Ja, so was Ähnliches ist mir ja letztens mit dem Kuhstall passiert. Aber da habe ich es tatsächlich geschafft, nur ein einziges Stück Holz nicht zu verbauen. Nicht mal eine ganze Wand, sondern nur ein einziges und habe es nicht gemerkt. Was soll ich sagen, Leute? Ich arbeite sehr viel. Ich habe immer was zu tun. So, das ist der doch, ne? Der sollte dahin. Ja. Zack. Jetzt sind alle hier. Alle sind hier drüben. Ist das nicht cool? Ich finde das super cool. Ich habe den Umzug geschafft. Jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen was abreißen gehen. Machen wir jetzt einfacher. So. Super cool. Super cool. Ich hab's geschafft. Ich hab alles rübergeholt. Wie gesagt, einiges ist hier noch zu bauen. Palisade, Deko. Wer weiß, was hier noch an Veränderungen vielleicht reinkommt, wenn ich sage, ach, der Bereich, der gefällt mir jetzt doch nicht so gut, dann ändere ich vielleicht auch noch mal was. Aber im Großen und Ganzen bin ich doch wirklich happy. Ich finde, der Marktplatz ist auch recht nett geworden. Da werden noch ein paar Sitzgelegenheiten entstehen, dass man auch mal beim Bummeln sich hinsetzen kann irgendwie zwischendurch. Wir sind da. Sigmunter. Was ist shoppen, Kleines? Ich muss zwar gestehen, dass mir der Marktbereich im anderen, in der anderen Stadt, also die ich jetzt abgerissen hatte, etwas besser gefallen hat. Aber was das hier dafür total raushaut, ist halt, dass wir mit dieser Brücke und so. Ich weiß nicht, ich finde die ganze Gegend hier irgendwie total schön und freundlich. Die andere war es auch, klar, aber. Ich habe es schon mal ein paar Mal erwähnt in anderen Videos. Ich liebe einfach diesen Ort hier. In all der Zeit, wo ich das spiele, da hat es mich doch immer wieder hier hingezogen. Ich fühle mich hier total wohl. Und das ist irgendwie so ein bisschen wie nach Hause kommen.
Ja, willkommen im Dorf, in der Stadt, ist ja kein Dorf. Ne, das hier meine ich zum Beispiel. Das gefällt mir eigentlich nicht so gut. Ich denke mal, dass ich irgendwie das demnächst mal abreißen werde, da ein großes hinbauen werde und das kleine dann dahin, wo das große stand oder wie auch immer. Weil irgendwie finde ich, das ist hier so ein bisschen Platzverschwendung mit dem Kleinen da. Und das sieht auch so ein bisschen verlassen aus. Da wird zwar auch noch ein bisschen Vorgarten und all sowas entstehen, also so, ne, dass man hier so sein, dass es seinen eigenen Bereich hat, aber ich glaube, mit einem größeren Haus würde das doch etwas besser aussehen als mit diesem kleinen Mini-Häuschen da. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Aber es ging mir jetzt erstmal darum, möglichst schnell die Häuser rüberzuholen. Trotzdem wollte ich natürlich schon Gestaltung drin haben und nicht einfach wahllos einfach irgendwo was hinstellen und dann hätte ich ja alles dann nochmal neu machen müssen. Das ist ja dann auch Quatsch. Aber so die ein oder anderen Sachen, da habe ich dann erstmal gedacht, ach komm, da gehst du jetzt erstmal einen Kompromiss mit ein und kannst ja später dann noch ändern. Und das war halt eins dieser Sachen. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, erstmal happy, fertig zu sein damit. Ach, schön, der goldene Herbst. Kein Siffwetter. Aber fieses Geruckel. Weil Wald. Trotzdem gehe ich halt durch den Wald, weil es einfach schneller geht. Verpiss dich! Die waren doch gerade noch nicht da! Ich war doch eben schon mal hier! Ihr könnt ja mal nichts, wa? Ich meine, ich treffe zwar nicht gut, aber dafür macht ihr gar keinen Schaden. Okay, jetzt reicht's. Boah! Komm her! Echt jetzt? Wie hartnäckig kann man denn sein? Ich lasse mich doch hier jetzt nicht von zwei Banditen vermöbeln. Jetzt werde ich aber sickig. So, jetzt pass mal auf, du Pimpf. Ja, hörst du mal auf zu zucken? Ja, dann halt du. Na komm, willst du tanzen? Das ist nicht zu fassen. Echt? So ein Penner. Was sind denn das überhaupt für Giftpfeile? Warum stirbst du nicht an meinem Gift? Vor kurzem war hier noch meine Stadt, du Arsch. Ich glaube, das war der schlechteste Kampf, den ich hier jemals abgeliefert habe. Und das nur, weil es hier so ruckelt. Und das für zwei Äpfel und drei Zwiebeln? Jung, das war's ja echt nicht wert. Ratte. Was ein blöder Mist war das denn bitte? Also, wo kam denn auf einmal dieses Lager her? Ich war doch eben schon mal hier. Wir haben doch unser Video hier gestartet, in der gleichen Jahreszeit. Ich dachte, die spawnen immer nur pro Jahreszeit und nicht pro Tag. Habe ich da vielleicht irgendwas missverstanden? Oder was ist das jetzt für eine Nummer hier gewesen? Gib mir meinen Pfeil.
Boah. Hier müssten jetzt eigentlich überall Pfeile liegen. Überall. Diese blöden. Ja, das war ja jetzt mal ein Finale, wa? Okay, ich habe gedacht, ich reiße jetzt mit euch noch die Buden hier ab, aber jetzt kamen mir hier die Lumpis hier in die Quere. Also werde ich jetzt alleine noch eine Abrissparty starten. Und mir noch überlegen, an welche Mine ich dann das Lager baue. Steht hier die Fackel gerade aufrecht? Ach, was ist das für ein Theater heute, echt? Und es ruckelt noch immer abscheulich. Es war eine sehr seltsame Folge heute, mit viel Geruckel, mit miauender Katze und mit überraschenden Banditenlagern, die auf einmal plötzlich da sind, wo sie kurz vorher noch nicht waren. Olaf? Wer zur Hölle ist Olaf? Egal, ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich beende das lieber für heute. Und wenn es euch trotzdem gefallen hat und ihr vielleicht sogar Spaß daran hattet, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Daumen nach oben. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen sammeln und ein bisschen darüber nachdenken, was das alles zu bedeuten hat. Und reiße hier erstmal die letzten drei Buden ab. Und wir machen dann, wie gesagt, morgen weiter mit dem Let's Play. Wer es noch nicht getan hat, der kann auch gerne meinen Kanal abonnieren. Würde ich mich sehr darüber freuen. Der verpasst da nichts mehr. Glocke läuten und zack, kriegt er alles von mir mit. Mit Witcher werde ich auch morgen weitermachen. Ja. Und als nächstes werdet ihr dann hier sehen, wie wir dekorieren werden. In dem Sinne wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen ganz, ganz tollen Freitagabend und sagt dann mal bis morgen. Alles, alles Liebe, eure Natzen. Bye, bye.